Hallo und herzlich willkommen. Es geht in die vierte Runde. Und zwar geht es jetzt nach Imola in der Meisterschaftssaison 2018. Wir sehen da nochmal das gegnerische Feld, welche Autos mitfahren. Imola, Barcelona, Brands Hatch hatte ich schon. Jetzt kommt Monza dran. Leider waren die ersten drei Läufe nicht ganz so erfolgreich. Ich habe nur 7 Punkte erfahren und somit bin ich nur auf Platz 13 in der Gesamtwertung. Das soll sich aber ändern. Es geht weiter mit Monza. Gegnerstufe ist mittel wie bisher. Aggression habe ich auf 70% eingestellt. So, die ganz normalen Werkseinstellungen belassen wir. Ansonsten alle Fahrhilfen auf aus. Ja, was gibt's über Monza zu sagen? Ich finde es eine richtig coole Rennstrecke. Befindet sich in der italienischen Stadt Monza, die ist nordöstlich von Mailand. Seit dem Eröffnungsrennen am 3. September 1922 werden auf der knapp 6 Kilometer langen Strecke Automobil- und Motorradrennen ausgetragen. Insbesondere ist Monza seit Einführung der Formel 1 Weltmeisterschaft 1950 Austragungsort des Großen Preises von Italien. Lediglich 1980 wurde das Rennen nach Imola verlegt. Die Streckenführung, ja, wegen ihrer langen Geraden und des hohen Vollgasanteils mit rund 70% gehört es zur schnellsten Rennstrecke im Formel 1 Zirkus. In der Regel werden hier extrem flache Flügel gefahren, um auf der langen Gerade entsprechend Speed zu bekommen. Den Geschwindigkeitsrekord erreichte damals Kimi Räikkönen mit 370,1 km/h. Michael Schumacher fuhr nur damals, was heißt damals, 2003 war das, die drittschnellste Zeit mit 368,8 km/h. Das werden wir natürlich nicht erreichen, aber jetzt müssen wir mal ein bisschen was hier am Setup ändern. Ein bisschen weniger Sprit mal mitnehmen und insbesondere an der Aerodynamik mal was machen. Werde ich mal hier auf 12 da stellen, damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Getriebe werde ich mal etwas runtersetzen, den Freilauf wie immer und die Leistung etwas verringern. Bei der Aufhängung mache ich nichts. Wir müssen uns jetzt gleich, doch ich werde noch die Reifen natürlich aufs Licht umstellen. Da müssen wir nur noch mal gucken, weil ich glaube, die rechten Reifen werden kühl bleiben. Schauen wir aber erstmal im Training, wie sich das entwickelt. Interessant, dass der KI-Gegner einfach stehen geblieben ist. Wenn natürlich die Flügel so flach gestellt werden, hat das natürlich auch beim Bremsen Auswirkungen. Weil natürlich der Anpressdruck fehlt und somit sich der Bremsweg etwas verlängern wird, da muss ich mal gucken, wie sich meine Bremspunkte verändern werden. Deswegen das Training ist natürlich jetzt erstmal nur, um wieder hier ein bisschen den Rhythmus zu bekommen, in die Strecke reinzugehen, ein bisschen Routine zu bekommen. Okay, man merkt, dass der Flügel flacher gestellt ist. Das Heck ging schön hinten weg. Muss ich aufpassen. Das wird sich jetzt wahrscheinlich in der nächsten Kurvenkombination auch zeigen. Doch ein komplett verändertes Fahrverhalten. Aber schauen wir jetzt erstmal auf die Geschwindigkeiten auf der Gerade und ob ich im sechsten Gang in den Drehzahlbegrenzer komme. Das
erstmal vorsichtig fahren. Die Reifen müssen auch erstmal richtig warm werden. Gucken wir uns mal die Temperaturen an. Ja, vorne rechts muss ich auf jeden Fall was ändern, dass der so 25 bis 26 PSI bekommt. Okay, Drehzeitenbegrenzer kommt früh. Ich orientiere mich da mal an diesem 150-Meter-Schild. Der Klassiker. Vielleicht kann ich das Getriebe doch noch einen Tick länger übersetzen. Täuscht die KI immer an und dann zieht sie wieder zurück. Was auch ganz gut so ist. Jetzt setzt sie wieder an zum Überholen, aber gibt das Vorhaben gleich wieder auf. Ich nutze jetzt so ein bisschen die Trainingszeit auch immer, um über aktuelle News zu berichten. Es gab heute eine interessante Meldung, betrifft die DTM und Matthias Ekström. Und da ist ja noch unklar, was mit seiner Rennkarriere wird oder seiner fahrerischen Zukunft. Es gibt ja diverse Spekulationen. Und heute gab es dann die Veröffentlichung, dass Audi und Matthias Ekström extra eine Pressekonferenz einberufen werden. Und in dieser Pressekonferenz geben sie dann Ende Januar bekannt. Also sie machen es spektakulär. Halten es noch geheim, was aus Matthias Ekström wird. Denkbar wäre, er fährt weiterhin in der DTM. Nächste Option wäre, er fährt weiterhin in der DTM und parallel fährt er eine Rallye-Meisterschaft, wie er es ja in der aktuellen abgelaufenen Saison auch schon gemacht hat. Oder die letzte Option ist, er hört ganz auf und verabschiedet sich aus der DTM. Was wir mal nicht hoffen wollen. Auch wenn der Charakter nicht ein interessanter Typ war, aber ich fand, das hat ihn immer ausgemacht, weil er nämlich manchmal Sachen gesagt hat, wo andere sich nicht getraut haben. Und er konnte auch noch gut fahren. Das heißt, er konnte manchmal seine Konkurrenz schon zur Weißglut bringen mit seinem Fahrstil. Hat natürlich auch manchmal ein bisschen das Risiko sehr zu hoch eingegangen und hat den einen oder anderen Unfall provoziert. Aber alles in allem finde ich so einen Top-Fahrer, der wirklich eine Top-Leistung in der DTM gezeigt hat. Aber gut, lassen wir uns überraschen, wie es ausgehen wird. In gut einer Woche wissen wir mehr. Nächste Nachricht, was jetzt auch kein Geheimnis war, aber was jetzt sich bestätigt hat, ist, dass Mercedes aus der DTM ausscheiden wird. Nach Ablauf der nächsten DTM-Saison wird Mercedes ausscheiden. Leider sind ja viele große, namhafte Autohersteller haben den Rücken der DTM zugewandt. Die suchen in der Regel jetzt ihr Glück in der Formel E und sehen da ganz große Potenziale dieser Rennserie und ich muss sagen, ich verfolge sie auch schon mit steigendem Interesse. Unter anderem schaue ich mir da öfters mal die Entwicklung von Daniel Abt an, der ja auch da schon aktiv als Fahrer mehr oder weniger erfolgreich fährt. Also er hat zumindest mal die Speed. Allerdings hat er in den letzten Rennen nicht die Konstanz gehabt, um gute Platzierungen einzufahren. Unterschiedlichste Gründe spielten da eine Rolle. Im letzten Rennen war es, glaube ich, ein Unfall, wo die Rennleitung ihn bestraft hat. Ich hätte es als normalen Rennunfall gesehen.
Die Rennleitung hat ihn da bestraft. Mit einer Durchfahrtsstrafe war es, glaube ich. Und ja, dann war natürlich keine Chance mehr, einen guten Platz zu erreichen. Aber ich bin gespannt, wo sich diese ganze Formel E hin entwickeln wird. Im Sinne von, wird sie irgendwann mal eine gute Konkurrenz zum Motorsport, also wirklich zum Benzin-Motorsport. Da ist man ja sehr geteilter Meinung. Die einen sagen, also wenn es nicht stinkt und qualmt und richtig laut ist, dann ist das für mich kein Motorsport. Aber wenn man sich mal die Rennen anschaut, die sind auf jeden Fall spannend. Da geht es richtig eng zur Sache. Und die Fahrzeuge scheinen vom Leistungsniveau relativ auf einem Level zu sein, sodass hier wirklich richtig gute Rennen zustande kommen. Und wenn man sich überlegt, dass viele DTM-Fahrer, gut, die haben halt jetzt keinen Job mehr in der DTM bekommen, haben dann Alternativen gesucht und werden jetzt in der kommenden Saison in der Formel E starten. Also ich glaube, ich werde nach dem Training, wenn es ins Qualifying geht, werde ich auf jeden Fall noch mal den Flügel einen Tick höher stellen. Weil das Auto rutscht doch ganz schön hinten rum. So wahnsinnig spektakuläre Zeiten fahre ich jetzt nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass ich in den Kurven deutlich langsamer bin. Gut, dann gehen wir gleich mal, gucken wir mal. Ja, also ich bin viel zu langsam. Da brauchen wir nicht drüber reden. Also so eine 1,54, 1,53 würde ich schon ganz gerne fahren. Alles klar, wir gehen mal ins Setup und schauen mal bei der Aerodynamik. Verändern das mal wieder auf 15. Alles andere lassen wir so fahren. So. Hier probiere ich immer beim Qualifying als erster so mit auf die Strecke zu gehen. Dann habe ich zumindest mal freie Fahrt und vom Leistungsniveau wird mich keiner überrunden, sodass ich anderen im Wege bin. Und jetzt habe ich ganz vergessen, den vorderen rechten Reifen den Luftdruck zu erhöhen. Damit er dann, wenn er jetzt gleich abkühlen wird, auch so seine 25 PSI haben wird. Jetzt machen wir erstmal, wenn ich ein paar Runden gefahren bin. Auf jeden Fall fürs Rennen. Ah, hier habe ich jetzt zu spät gebremst. Ja, gerade noch so gepasst. Ja, ein anderes Anliegen habe ich noch. Ich würde gerne Online-Rennen fahren. Natürlich gibt es haufenweise Möglichkeiten, online zu fahren. Ich brauche hier nur quasi mir in den Server Einstellungen, die Multiplayer-Sachen anzugucken, und da gibt es ja relativ viele Möglichkeiten zu fahren. Das habe ich auch mal probiert, aber glücklich hat es mich nicht gemacht. Grund? Es fahren mir einfach zu viele Menschen in diesen Multiplayer-Games mit, die nicht ernsthaft an einer Meisterschaft interessiert sind. Die klicken sich dann mal rein, fahren vielleicht noch das Qualifying mit und nach dem Qualifying sind so hoch motiviert. Nach der zweiten, dritten Runde haben sie irgendwie einen Unfall oder drehen sich raus. Zack, melden sich vom Server ab und haben einen Startplatz vorher blockiert, aber das Rennen nicht zu Ende gefahren. Was schade ist, Assetto Corsa bestraft dieses Vorgehen leider nicht. Und dass die Leute irgendwann mal blockiert werden, wenn sie irgendwie eine gewisse Anzahl an Strafpunkten so erfahren haben. Ich würde gerne eine Online-Liga einführen, eine Rookie-Meisterschaft, und habe dafür eine Facebook-Gruppe gegründet. Und da kann man sich anmelden. Und da gibt es dann auch Reglement und welche Rennstrecken man auswählt, wobei hier gar nicht so viele Vorgaben sind. Die einzige Vorgabe ist ein einheitliches Fahrzeug, nämlich hier diesen Porsche 911, der hier gerade gefahren wird. Weil ich finde, der Porsche ist ein tolles Auto. Man kann ein bisschen was am Setup machen, aber hier kommt es wirklich nur auf den Fahrer drauf an. Weil das Setup, ja,
hat ein paar Möglichkeiten, aber das steht nicht so im Vordergrund. Gerade für Neueinsteiger, die vom Setup, so wie ich, auch keine Ahnung haben, überfordert das Auto einen dann nicht. Man hat nicht immer das Gefühl, ach, hätte ich doch nur ein gutes Setup. Sondern eigentlich die guten Runden kommen ja deswegen zustande, weil man viel übt und weil man eine gute Streckenkenntnis hat. War jetzt Glück, dass ich nicht abgeflogen bin. Und da möchte ich euch aufrufen, habt ihr nicht Bock, an einer Rookie-Meisterschaft teilzunehmen? Vom Ablauf, Mittwochs, 20 Uhr, Start der Lobby, 10 Minuten Training, Viertelstunde Qualifying, nee, nicht Viertelstunde Qualifying, sondern 10 Minuten Training, 10 Minuten Qualifying und dann 40 Minuten Rennen. Ja, ich weiß, hier kann man es nicht einstellen auf Renndauer, sondern man muss es auf Runden machen, aber das würde ich dann entsprechend runterrechnen. Sprich, nehmen wir an, wir hätten eine Rundenzeit von 2 Minuten in den einen Rennkurs, dann sind es natürlich dann 20 Runden. Alles in allem hätte man dann eine Stunde Fahrzeit, was insbesondere für Leute, die Familie, Kinder oder sonstige Verpflichtungen haben, eine sehr gut planbare Zeit wäre. Wenn man um 8 Uhr die Lobby eröffnet, mit allem drum und dran, ist man um 8:45 fertig, kann das gut mit seiner Familie und seinen Kindern einplanen. Ja, wer kann mitmachen? Grundsätzlich jeder, ich sag mal Mindestalter 16 Jahre. Wichtig ist, man kann sich respektvoll miteinander austauschen. Gibt dir dann die Möglichkeit, eine Party über die PS4 zu initiieren. Und da ist natürlich wichtig, dass man respektvoll, nett und höflich miteinander umgeht. Und wenn auch irgendwelche fahrischen Kapriolen passieren, dass man nicht anfängt auszurasten oder gar Leute beschimpft. Wer so agiert, hat in einer Online-Liga nicht zu suchen, aus meiner Meinung. Wichtig ist auch, dass man Fehler zulässt. Weil deswegen ist es eine Rookie-Liga, weil es fehlt einfach noch die komplette Erfahrung, alles richtig zu machen. Und gerade wenn es darum geht, schwächere Fahrer werden überrundet, kommt es oftmals doch zu Streitereien oder zu einer gewissen Disharmonie, weil oft gesagt wird, der hat mir keinen Platz gemacht, der hat mein ganzes Rennen versaut, der muss doch. Nein, hier gibt es ganz klare Regeln, die werden zusammen besprochen, also in der Regel ist es so, wer überrundet wird, der bleibt auf der Ideallinie und fängt nicht an, irgendwo rechts, links oder sonst wo auszuweichen, weil damit macht er nämlich alle durcheinander. Bleibt er auf der Ideallinie, dann weiß der, der überrundet, wohin er fahren muss. Wenn der andere dann auf einmal anfängt, irgendwie auszubrechen, dann ist natürlich der Unfall vorprogrammiert. Und das bringt dann natürlich viel mehr Ärger noch. Das ist aber alles eine Übungssache und das kann man besprechen, das kann man auch mal in Trainingstagen einfach mal üben. Und dann ist das alles nicht mehr so ein Hexenwerk, so dass für den Neuling nicht gleich ein Druck entsteht, mit dem er gar nicht umgehen kann, weil der ist ja erstmal mit seinem Fahren und dem Strecke kennenlernen und so beschäftigt, dass er dafür gar keinen Kopf hat. Aber wenn ich jetzt immer weiter rede, dann habe ich auch nicht mehr den Kopf für die Rennstrecke. Und meine Zeiten sind hier gerade hundsmiserabel. Deswegen werde ich mich jetzt erstmal ein bisschen hier konzentrieren.
So, jetzt gilt es, mal eine richtig gute Runde hinzulegen. Eine 1,54. Eine niedrige muss auf jeden Fall noch drin sein. Okay, die Runde habe ich weggeschmissen, auch das Auto weggeschmissen. Okay, lass uns zu den Boxen fahren, beziehungsweise hingehen, noch mein Setup kurz gucken. Brauche jetzt deutlich weniger Sprit. Das Qualifying ist eigentlich rum, das kann ich dann also sein lassen. Gut, okay, nehmen wir mal 28 Liter mit. Ja, sicher, sicher. Aerodynamik lassen wir mal so. Damit kam ich eigentlich ganz gut zurecht. Wobei, ich gehe mal eins höher. Gut. Dann gucken wir mal, wie die anderen so gefahren sind. Ja, das war deutlich schneller. Aber ich glaube, im Rennen wird die KI auch wieder deutlich langsamer fahren. Von daher bin ich ganz guter Dinge, dass auf jeden Fall das Ziel, unter die Top 10 zu kommen, passieren wird. Wichtig ist erstmal, dass man keine Unfälle hat und ganz kontinuierlich seine Runden fährt, sich nicht verrückt macht. Ja, nochmal kurz zu der Online-Liga, der Rookie-Meisterschaft. Wäre schön, wenn ihr euch meldet. Schreibt in die Kommentare. Ich schreibe auf jeden Fall in die Videobeschreibung den Facebook-Link rein. Da könnt ihr mal draufklicken, dann könnt ihr der Gruppe gerne beitreten. Ja, wäre toll, wenn wir da was auf die Beine stellen könnten. Alter, wie gesagt, ab 16 Jahre. Wichtig ist, dass man gut miteinander umgehen kann, dass man Spaß hat vor allen Dingen. Jetzt hätte ich fast vergessen, die Reifen hier nochmal kurz. So, vorne rechts. Stellen wir mal auf 19. Hinten rechts auch mal eins höher. Gut. Vorne links auch mal eins höher. Alles klar. Gut. Ja, wichtig ist, dass man sich nett, höflich, freundlich austauschen kann, dass man Spaß hat, dass man Lust auf Autorennen hat. Und in so einer Online-Liga, da lernt man eine ganze Menge. Und das macht tierisch Spaß, wenn man Fehler machen darf und wenn das erlaubt ist. Und dann entwickelt man sein Fahrerkönnen relativ schnell und man darf das auch nicht zu verbissen sehen. Und deswegen meldet euch, ich hab Bock drauf. So, alles ist soweit okay. Wir können loslegen. Guten Start hinlegen. Start ist geglückt. Leichte Berührung. Soweit alles gut gegangen. Die erste Kurve gemeistert. Kein Crash gehabt. Jetzt den Rhythmus finden. Vier Plätze gut gemacht. Das lief doch schon mal super. Und aufpassen. Rennen immer relativ früh. Na,
habe ich das Gefühl, dass die nochmal Gas sogar geben. Finde ich ganz komisch. Da habe ich jetzt auch richtig viel Zeit liegen lassen. Sprich, die hinter mir haben ganz schön aufholen können. Ich hoffe, es wird ein paar spannende Duelle geben. Ja, so meinte ich das jetzt nicht mit den spannenden Duellen. Super. Okay, jetzt hat mich aber auch jeder einmal angerempelt. Also, das ist natürlich jetzt wirklich ätzend gewesen. Hoffen mal, dass jetzt hier kein größerer Schaden entstanden ist. Mal gucken, also an der Lenkung fühlt sich alles noch ganz okay an. Mal sehen, wie weit die Aerodynamik beschädigt ist hier auf der Vollgasgeraden. Natürlich jetzt echt schade, ja. Komplett zurückgefallen, guten Start gehabt und alles und dann passiert sowas. Okay, das Auto fühlt sich jetzt aber erstmal so ganz okay an. Natürlich jetzt schon ein bisschen aus dem Konzept alles gebracht. Aber das gehört halt auch zum Rennsport dazu, dass man so einer Situation da nicht aufgibt und sich sofort vom Server verabschiedet und sagt, na, ich habe eh keine Chance mehr. Zeit aufholen, den Hintermann auf Abstand bringen und nach vorne etwas aufschließen. Aber ich merke schon, das Vollgas fehlt mir ein paar kmh.
Ascari-Kurve hat der Porsche irgendwie nicht mehr so gut Grip. Muss man vielleicht eine andere Linie wählen, aber ich habe das Gefühl, der rutscht ganz schön rum. Zeiten werden jetzt wenigstens mal ein bisschen besser. Geschwindigkeit stimmt. Ich bin auf der Innenseite, hoffentlich schnallt das auf die KI. Jawohl, sehr schön vorbeigekommen. KI hat sich toll verhalten. Schönes Überholmanöver. So, jetzt sind wir wieder in den Top 10. Gefahren. Glück gehabt, dass nichts passiert ist, aber deutlich Zeit verloren. Ja, die Ascari-Kurve, das geht aber eigentlich noch viel besser. Stimmt das Timing nicht. Soweit okay. Öfters passiert es, dass hinten links die Temperatur dann noch ansteigt, dass also ganz leicht orange wird. Das passt noch alles. Machen auf der Fahrbahn, dass keiner vorbeikommt. Jetzt muss ich aufpassen. Spät zu bremsen. Glück gehabt, dass ich nicht noch ins Kiesbett gefahren bin und noch mehr Zeit verloren hätte, aber es waren jetzt fast 5 Sekunden, die mir da flöten gegangen sind. Was natürlich auch heißt, dass ich auf Platz 9 echt kaum noch eine Chance habe. Weiter passiert, da werde ich auch nicht mal an den Leuten ran.
fahren können. Persönliche Bestzeit mal geben. Aber davon bin ich weit entfernt. Von der oben eingeblendeten Rundenzeit. Sieben Runden sind jetzt. Ich bin in der siebten Runde. Das heißt noch drei Runden. Sprit wird reichen. Das hat alles gepasst, die Berechnung. Erste Runde war echt schade, dass ich da rausgekickt wurde. Natürlich dann die eigenen Fahrfehler, so habe ich mir das Rennen echt selbst versaut. Da wäre deutlich mehr drinnen gewesen. Jetzt habe ich endlich mal die Ascari-Kurve richtig genommen. Ja, und schon merkt man das an der Zeit. Bisschen was gut gemacht. Das wird auf jeden Fall eine 1,54er Zeit. Zu früh gebremst, aber was soll's, lieber ein bisschen auf Nummer sicher jetzt fahren. Ich glaube, nach vorne und nach hinten wird nicht mehr viel passieren. Gucken uns aber gleich nochmal die Abstände an. Ja, Reifen sind soweit okay. Ja, ich konnte ein bisschen aufholen, aber
fast eine ganze Sekunde schneller als meine persönliche Bestzeit. Das ist natürlich schon ein Wort. Ja, doch noch in Sichtweite, ist da vorne noch was passiert. Ich hatte ja doch fast 11 Sekunden Rückstand. Aber ich glaube nicht, dass ich da noch ein Überholmanöver starten kann. Da könnte nochmal spannend werden. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass ich da nochmal so aufschließen kann. Ja, hier muss man immer aufpassen, dass man da nicht noch rausgekickt wird. Jetzt fahre ich lieber das Rennen sicher nach Hause, als da nochmal was zu riskieren. Ja, der Junge war schnell hier, der Jordan. Schade, schade, schade. Bei dem ersten Rennunfall, da wäre einiges heute drin gewesen. Zumindest mal deutlich mehr Punkte. Aber okay, ich wollte 10. mindestens werden. 10. bin ich geworden. Passt. Super. Okay, warten wir nochmal auf die anderen Platzierungen ab. Die da jetzt noch eintrudeln werden. Okay. Ja, der Jordan hat natürlich schöne Rundenzeiten hingelegt. Da war ich weit von entfernt. Gut, ja, das war's schon wieder aus Monza. Vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zum nächsten Rennen. Und dann schauen wir mal, da gibt's vielleicht die neuen Infos über Matthias Ekström, was aus seiner Rennfahrerkarriere geworden ist, was er in Zukunft machen wird. Alles klar, bis dann. Wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Daumen hoch, ich würde mich freuen. Schreibt was in die Kommentare. Was würdet ihr besser machen? Wenn ihr Setup-Tipps habt, gerne. Bis denne. Tschüss.